morgen am Freitagmorgen, bei mir am Freitagmorgen. Ich bin auf Weg nach Wiesbaden ins Zementwerk. Da steht unser 14-Tonner, beziehungsweise 114. 17-Tonner. Den lade ich, bringe den rüber nach Mainz ins Kraftwerk. Dann fahre ich wieder zurück Richtung Kirchabolland nach Mannheim. Und dort steht ein R29, ein Gummikettenbagger. Den muss ich irgendwie auf der Hauptstraße laden. Keine Ahnung. Ich muss mir später nochmal angucken, genau wo der steht. Der Plan heute, der geht wahrscheinlich nach Hause. Vorne auf der Baustelle geht es jetzt auch weiter. Hat es die ganze Zeit geruht, aber jetzt seit einigen Wochen. Spuren, dass der mir hier entgegengeflogen kommt jetzt. Ach, wie ganz doof wäre hier ein Spiegel. Ne? Alles gut. So, irgendwo da drin. Entweder steht der Bagger hier drin. Okay, ich rede nicht. Steht er nicht.
Pfeffer dabei gehabt. Au, au, au. Au.
guck, 9 Uhr haben wir es. Ich bin wieder in Mainz. Ich bin nicht durch die Stadt gefahren, ich bin aber so über die Autobahn gefahren. Ich weiß nicht, ob es war von der Kilometeranzahl her, war es bestimmt länger, aber ob es wirklich länger gedauert hätte, keine Ahnung. Dach waren nur Automaten. Nur Automaten. Ob das dann so Fresh Markt ist, wer weiß. Jetzt dahin an die Halle, die wir noch abreisen hier drin. Das ist quasi die gelbe Halle da hinten dran. Ich nehme an, der wird die dann auch noch wegreisen. Gehe ich mal aus drum. Kurz die Kamera aus. Ja, alles im grünen Bereich.
Fleisch. Wäre, weiß ich nicht, wie ich laden sollte. So, ich muss nicht hier rein, sondern ich muss die nächste rein. Hoffe ich zumindest mal. Ich hab mir das nicht richtig angeguckt. Aber ich meine, da vorne geht es nochmal dort rein. Und da muss ich dann irgendwo stehen bleiben. Weiße Auto steht, da ist es etwas breiter. Ich muss mir überlegen, ob ich gleich drehen soll hier. Ne? Da steht da einer auf der linken Seite. Ah, nicht der Ernst, oder? Nicht dein Ernst, oder? Müsste ich hier stehen bleiben. Das ist doch alles Mist. So weiter laufen muss ich. Hier ist eine Einfahrt. Hier könnte ich drehen. Mal gucken, wie weit ich da noch vor muss. Ich stehe jetzt hier, müsste die oder dritte links sein. Hier runter komme ich nicht. Hier kann ich aber auch nicht stehen bleiben. Ich muss noch ein Stück zurück, weil hier ist links ist Einfahrt. Da laufen wir halt mal da runter. Was soll der Geiz? Oder kann ich hier später wenigstens drehen? Her und dann sehen wir weiter. Kamera geht nicht, aber das ist dann schon normal bei mir. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier rumkomme. Völlig alleine. Bagger war auch nicht sauber. Dank des Tages, das Land, okay.
Katastrophe, sage ich euch wieder. Katastrophe. Ich sehe nicht, ob ich durch mit dem Schild an einem Fahrzeug hängen bleiben würde oder nicht. Ich fahre jetzt wieder einfach blind drauf los. Bis frei ist. Was kriege ich hier am Eck? Alter, die kommen auch da ringeblos, das ist nicht mehr feierlich, ey.
Feuerwehr geht nach Hause. 20 vor 12. Nach dem Abbiegen hatte ich eigentlich die Kamera schon ausgemacht. Kurz danach, ich bin jetzt gerade 200-300 Meter gefahren, achtet mal auf den linken Außenspiegel. Kommt gleich. Ja, noch. Bist du für ein Volldepp? Bist du für ein Volldepp? Was ein Vollidiot, wirklich. So, bin gerade im Lager. Wollte abladen. Angerollt gekommen und hat gesagt, der Bagger bleibt drauf, der geht weiter nach Blieskastel an die Mühle. Das ist eine für mich neue Baustelle. Da fahre ich den hin, den 29, und bringe den LH, der dort vor Ort ist, bringe ich mit nach Hause. Es ist 13 Uhr, beziehungsweise der geht nicht mit nach Hause, der geht über nach Sembach. Jetzt haben wir es 13 Uhr, 10 nach. Wo ich da hinten bin, umgeladen habe, bis ich hier bin, ist es bestimmt 17 Uhr, aber nicht sogar noch später. Tell me that you're ready to go.
So. 17.20 Uhr vorbei. Ach, ich glaube, ich habe mir eben. Ich bin bei uns den Platz rausgefahren. Hab mir drauf geachtet, mein Tieflader lief ein bisschen weit rechts. Bin ich oben an der Kreuzung und da sind immer solche Verkehrsinseln. Und auf einmal hat es gekracht. Ich weiß nicht wie und wo, aber ich glaube, ich habe mir mein rechtes Begrenzungslicht geschossen. Ich habe keine Ahnung, was ich wieder geschafft habe. Hoffentlich habe ich nichts kaputt gefahren. Aber es scheint, als wäre es dunkel. Oder? Ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin leer, fahre nach Hause. Morgen, wenn das Begrenzungslicht noch geht, habe ich keine Arbeit. Wenn es nicht geht, dann komme ich morgen hoch und mache mir Licht dran, mach vielleicht auch mal meinen Stecker, dass meine Tafel, dass das Licht an der Tafel mal wieder geht. Wird jetzt auch gut ein halbes Jahr her sein, dass ich das beanstandet habe. Kein Vorwurf. Jo. Wenn ich das so dringend gemacht haben wollte, dann wäre ich viel öfter reingefahren. War auch wenig Zeit dafür. Ja, Licht ist weg anscheinend. Wird es wirklich geschossen? Hey. Aber an was? Oder ist es, da ist ja so ein Loch quasi drin, dass das Licht rein kann. Aber das hat so gekracht. Aber da stand nichts. Oder stand da nichts mehr. Ja, Katastrophe. Ich werde es hören. Wenn ich was höre, werde ich euch berichten. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht, weil ich eine Hecke zerstört habe. Ich weiß es nicht. Naja, aber Schluss. Ich denke, es waren ereignisreiche zwei Tage. Dem LH-Laden, das ist immer so Laden oder Abladen, das ist immer bescheiden. Deshalb hätte ich gerne gehabt, dass das Tiefbett das eigentlich ein ganzes Jahr lang, dieses Jahr im April kommen sollte. Das hieß es zumindest mal ein ganzes Jahr. Deshalb sollten da Klapprampen dran sein vorne, die man dann Laden, B-Entladen, die man einfach runterklappt und so lange wie möglich sind. Ja, also wenn die guten Meter lang gewesen wären, top. Nie wieder was hinlegen vorne dran, keine Rampen. Könntest die ganze Brecher laden und. Das wäre ein Traum gewesen. Ein Träumchen. Aber wir wissen alle, das Bett kam plötzlich nicht. Wir haben noch gar keins gekauft. Ja. Und es wäre so dringend, weil das Tiefbett, das Dreiecks-Tiefbett wäre, da stimmt keine Spur mehr, da fahren sich die Reifen einseitig ab und weiß nicht, was da noch alles dran ist. Nicht, dass es Schrott ist, aber es wäre eine ordentliche Stange Geld reinzustecken, das halt wieder zu 100% geht. Oder wir wechseln halt alle Vierteljahr, schmeißen wir eigentlich noch gute Reifen weg, nur weil sie auf irgendeiner Außenkante abgefahren sind. Und nicht, weil ich Tiefbett zu hoch hebe oder so, es fährt sich einfach. Ist auf der, ich weiß es nicht mehr genau, ist auf jeden Fall auf der Mittelachse und die an der Zwillingsbereifung, der linke äußere fährt sich, glaube ich, innen ab.
und der rechte innere fährt sich dann auch innen ab, also da wo die Reifen sich quasi stoßen. Außen die Reifen fahren sich natürlich auch mehr ab, aber jetzt nicht in dem Maße, dass also halt schon wechseln müsste. Aber wenn man hier drauf macht, dann macht es halt keinen Sinn, dass man einen angefahrenen Luft macht und einen. Wenn sie gut sind, stecke mal einen von den beiden um. Oder heben wir dann auf als Reserverad. Ich schweife schon wieder ab. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Hauen rein. Bis denn. Tö. Tö, 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 tö.